Jo Leute, willkommen zurück zu Paladins. Wir spielen eine Willow-Runde. Habe ich ja versprochen. Ich muss die Willow mal wieder öfter auspacken. Und dann hier mit Rocken. Also Willow ist wirklich mein allerbester Char inzwischen. Beziehungsweise das letzte Mal, dass ich sie noch gespielt habe, ist jetzt glaube ich auch schon wieder zwei Patches her. Ich habe wohl jetzt eine Ewigkeit nicht gespielt, deswegen mal gucken. Mal gucken, wie gut ich da noch mit noch bin. Spike the Robot, okay. Super Nova, aha. Quattrogatti. Mutzfa. Mutz. Muss. Ach, Mustafi. Oh, Scheiße, ey. Mustafi. Und Caps 15 FPS. Dann hast du ein Problem. Also wenn du nur mit 15 FPS spielst, maximal, dann hast du echt ein Problem. Weil dann sind meine Seedlings sind explodiert, bevor du überhaupt mitbekommen hast, dass die neben dir gelandet sind. So. Cool Kolian. Salty Rni. Mekwik 43. Der Draugus wird rausfliegen, denke ich. Und Impero Nas. Ja, komm, also ganz ehrlich, wer spielt eigentlich was anderes als die Seedlings? Wer macht das denn? Also ganz ehrlich. So, wen haben wir? Wir haben ihn. Okay. Ich würde sagen, dass Ausbrenner hier das Sinnvollste sein wird. Und hui. Zack. Und nein, das ist kein Problem, dass ich jetzt nicht zum Start durch die Seedlings habe, weil ich nicht mit den Seedlings anfange. Außer es laufen alle fünf aus irgendeinem bescheidenen Grund auf den Spot drauf. Das kann ich mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ist mir zumindest noch nie passiert. Und hi. Ups, shit. Und zack. Die ersten zwei. Und kaputt. Ach, komm, als ob. Als ob du da irgendeine Schnitte hast. Hi. Shit. Habe ich nicht geschafft, da gehe ich down. Da gehe ich down. Aber ist egal. Ich habe dem Team Zeit verschafft. Ja. Und darum ging es nur. Es ging nur darum, dem Team Zeit zu verschaffen. Deswegen habe ich die vorne weggesnackt. Ach, warum? Es geht nur darum, die Dinger durchzupushen. Es geht nicht darum, die meisten Kills zu machen oder sonst Schwachsinn. So, ich komme mal von hinten. Hi. Ach, als ob. Ach, als ob. Da bist du. Super Idee, sich in die Ecke zu stellen. Ja, das war allerdings meiner. Und hallo? Hi. Na, schade. Fast. Okay, gut. Ich hätte da weggehen sollen. Ja, gut. Ich würde sagen, heilsames Töten, ne? Heilsames Töten und dann gib ihm. So, viel Spaß. Ja, danke. Okay, der Tellus. Schade. Viele reagieren halt panisch und rennen dann einfach rückwärts. Shit. Und Hallöchen. Vergiss es.
Ich wusste, dass du kommst. Das war so klar, dass du kommst, ne? Hab dich? Ach, schade. Und let's fight. Jawoll. Time for my fun, ja, das stimmt. So, also ich. Willow ist echt ein super nicer Char, finde ich. Hopp. 6. Und. Ach, shit. Die müssten noch schneller explodieren. Am besten direkt, ey. Halt an das Zeiten. Komm. 8-4. Immer noch eine 2-1 KD. Okay. Boom. Schade, der wäre jetzt down gewesen. Hm. Gut. Cheat. Ja, es ist nicht tragisch. Hui. Blatter Dance. So, also ja, ich hätte die Meisterungssachen alle von ihr, die ich jetzt schon haben kann, aber ich finde die Vizekönigin mit Überkreuz und dem Blättertanz viel cooler. So. Vielleicht später Obsidian, aber das jetzt. Also das Kosmos-Ding finde ich ätzend. Jawoll. Jawoll, predicted. Ich wusste doch, was kommt. Ja, komm. Lass mich mal in Ruhe. Sehr schön. Genau da, wo ich es haben wollte. Oh, hi! Shit. Ja, voll erwischt. Gott im Himmel, ey. Ja. So. Das war echt zu schade für dich. Stop the payload. Okay. Hab dich. Shit, das war ich selber. Ach, Quatsch. Ambush. So. Hi, Kinessa. Okay, und hochgeheilt. Enemy Rampage. Und verdammt, ich hab meine Seedlings nicht. Ich hab meine Seedlings nicht. So, komm schon. Schade. Leider Gottes. Und der ist hier hinten wieder. Ja, du bist tot. Echt nicht. Okay, dann hätte ich den Schuss nehmen sollen. Gott im Himmel. Ja, komm, wir versuchen Kronos. Hallo, hallo, hallo. Hört ihr mal bitte auf mich zu schießen. Ich bin eine kleine Glitzerfee. Boah, wäre ich jetzt runtergefallen von der Map. Das hätte mich mega angekotzt. Warum bin ich jetzt betäubt gewesen? Wow, okay. Ja, okay, das war's. Den hauen sie durch. Ach, wer nervt denn da schon wieder?
Ja, die Ash. Ups. Aber und die Maeve gibt mir auch schon wieder. Warum kann die Ashe denn jetzt immer noch spammen? Also ganz ehrlich, das ist ja mega nervig. Okay. Also Kronos, heilsames Töten und Ausbrenner. Mal gucken, ob die Kombi funktioniert. 9-6, ey. Ich war noch nie so schlecht mit der Willow, wenn ich ehrlich bin. So, ich habe Talos gesehen. Der ist auf der Flanke. Der ist jetzt die ganze Zeit kaputt. Kaputt. Ja, Ash. Geh mir mal weniger auf die Nüsse, ey. So. Hallo. Shit. Ja, ich bin down. Keine Chance. Ja, die wartet auf einen Drogas. Oder auf mich. Je nachdem. Und zack. Oh, ey, die Ashe geht mir mega auf die Eier, ey. Nee. Die Ashe war so salzig, das gab's gar nicht. Salz hat man durch die durchs Spiel gemerkt, ey. Ach, shut up, ey. So. Ich weiß gar nicht, was ist denn für Ruhe? Ich glaube VV und hinten Q, aber welches, was war dazwischen? Allgemein war es nicht, also VV, AQ ist es nicht. Aber ich glaube immer ein bester Schaden. Die meisten Todesstöße, die meisten Solo-Kills. Also, ganz ehrlich, super Runde gespielt. Wenn das Team halt nicht zusammenspielt, ist das einerlei. Also, ich sag mal so, unser Drogos hat hart abgenoobt. 11k Damage. Super. Wow. Hat fast genauso viel wie ich. 9 Punkt, 9 Damage Unterschied. Die Ashe. Und der Pip ist halt kein Heiler. Feierabend. Der ist halt einfach so ein bisschen Support, aber halt kein durchgängiger Heiler. Es geht einfach nicht. So ein Scheiß. So ein Scheißding. Die Chinesse hat mir gefallen. Da muss ich mal gucken, was für ein Deck die gespielt hat. Wiederherstellen, das war klar. Also, dass die Wiederherstellen spielt, war klar. Die hat sich nämlich einmal hinter mich teleportiert und ich habe gesehen, die hätte eigentlich nur noch einmal angeboostet werden müssen und auf einmal hatte sie ordentlich, ordentlich HP wieder zurück. Ja, okay. Hätte man drauf kommen können. Die eine oder andere Strahlenmine hatte ordentlich Reichweite. Ein Scharfschützenangriffe, Offenbarung. Das, ja, okay. Ah, kriegt man auch eher weniger mit, aber das war klar, dass sie schneller ist. Also, das hat man gemerkt. Lebensriss und Sprengschilde, ja, gegen mich. Die Sprengschilde waren gegen mich. Obwohl, unser ganzes Team. Spreng, 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 spreng. Der hier hatte keine Ahnung, weil der hat nur gegen Maeve gedefft. Und er hat echt drei, heilsames Töten 3 genommen. Interessant. Ja gut, aber ich mag Willa immer noch am meisten. Das ist meiner Meinung nach einfach der coolste Char im Spiel. Da hat Caps einmal verlassen und da hat Caps einmal verlassen.
mysteriös. Leute, wenn es euch gefallen hat, Like da lassen, würde mich auf jeden Fall freuen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Paladins. Haut rein. Bis dahin. Ciao, ciao.